1i 2017 U1 oder Oumuamua, wie das mysteriöse Objekt aus dem interstellaren Raum mittlerweile heißt. Der Brocken hat die Form eines Speers, ähnelt also einem Raumschiff und er gilt als wirkliche Sensation. Jetzt hat ein Forschungsteam aus Irland neue Erkenntnisse zu seiner Zusammensetzung, ob das Rätsel um seine Identität jetzt endgültig gelöst ist und inwieweit Aliens in der neuen Theorie eine Rolle spielen. Jetzt in Klingsum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Vor ein paar Tagen haben wir erst berichtet, ein Forschungsteam der Initiative Breakthrough Listen hatte eine große Abhöraktion gestartet. Mit einem Radioteleskop wollten sie den mysteriösen Brocken über mehrere Frequenzen abhören. Wo kommt Oumuamua her? Woraus besteht er? Sendet er Signale außerirdischer Intelligenz? Aber es blieb alles ruhig. Bislang zumindest. Doch das ändert nichts daran. Oumuamua bleibt mehr als mysteriös und Forschungsteams weltweit suchen fieberhaft nach neuen Erkenntnissen oder zumindest Hinweisen, um seine Identität zu klären. Denn es sind mehr Fragen offen als beantwortet. Fest steht nur, es handelt sich um das erste interstellare Objekt, das nicht aus unserem Sonnensystem stammt und dessen Durchflug wir beobachten konnten. Schätzungen zufolge soll das etwa einmal im Jahr passieren, dass also ein interstellarer Besucher unser Sonnensystem durchquert. Oumuamua ist der erste, der eindeutig identifiziert werden konnte. Wegen ihm gibt es jetzt eine neue Kategorie der Internationalen Astronomischen Union, I für Interstellar. Das Seltsame, der Brocken besteht wohl nicht aus Gas und Eis, so wie wir es sonst von Kometen aus unserem Sonnensystem kennen. Denn sonst hätte er ja verdampfen müssen, als er am 9. September 2017 an unserer Sonne vorbeigeflogen ist. Oumuamua sei ein einfacher Gesteinsbrocken, so wie ein Asteroid, sagt jetzt ein Forschungsteam von der Queen's University in Belfast. Entstanden sei er aus den Grundbausteinen aller Planeten. Kleine Partikel kondensieren im Weltall und heften sich aneinander. Erst zu winzigen Klümpchen, dann zu großen Brocken, in der Fachsprache Planetesimale genannt, also quasi so etwas wie das Rohmaterial für Planeten. Oumuamua habe allerdings eine isolierende Schutzschicht, bestehend aus Kohlenstoffverbindungen. Diese hat nach Angaben des Forschungsteams eine gewisse Ähnlichkeit mit den Objekten, die sich am Rand unseres Sonnensystems befinden und eben auch mit kohlenstoffreichem Eis bedeckt sind. Und das ist echt eine Überraschung, sagt auch eine der beteiligten Forscherinnen, Michaela Bannister. Es ist faszinierend, dass das erste entdeckte interstellare Objekt so sehr wie eine winzige Welt aus unserem eigenen Heimatsystem anmutet. Entstanden sei die Kruste von Oumuamua bei seiner Reise durch den Weltraum und dem Beschuss von kosmischer Strahlung. Genau diese Kruste schütze den Brocken jetzt gegen die Hitzesonne. Und was wir sonst noch über ihn wissen, Oumuamua ist rund 10-mal so lang wie er breit ist. Das Teleskop Pan-STARRS auf Hawaii hatte ihn ja am 19. Oktober entdeckt. Er kam aus der Richtung des Sterns Vega, einem Stern mit Leier im wahrsten Sinne des Wortes, von oben senkrecht zu den Umlaufbahnen zwischen Sonne und Merkurbahn. Zudem verhält er sich wirklich ziemlich spooky. Er ist rot, wird mal heller, mal dunkler. Messungen haben ergeben, dass er seine Helligkeit um den Faktor 10 verändert. Zudem rotiert er wohl, das ist das Ergebnis dieser Helligkeitsveränderung, wohl alle 7,3 Stunden um seine eigene Achse. Zurück zu den neuesten Erkenntnissen. Demnach ist Oumuamua also ein natürliches Objekt und das bremst natürlich die Hoffnung darauf, vielleicht in diesem Zusammenhang doch noch Hinweise auf außerirdisches Leben zu entdecken. Doch die Forschungsteams geben nicht auf, denn die bereits gesammelten Daten von Oumuamua sind noch lange nicht alle analysiert. Also doch ein Raumschiff, so wie auch ihr es schon spekuliert hattet. Die Chancen stehen ehrlich gesagt schlecht. Aber wir bleiben dran. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken. Sensation, interstellares Objekt rast durch Sonnensystem mit allen weiteren Infos zu Oumuamua. Also ansonsten bis dann. Bleibt dran.